Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir ein paar neue Produkte austesten, die entweder gerade neu bei mir eingezogen ist und ein Produkt, das habe ich wiedergefunden. Das war irgendwie, ich habe aufgeräumt und dann ist mir diese Foundation wieder in die Hände gefallen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es wird in diesem Video auch noch eine Verlosung geben. Und zwar verlose ich von Riva Loves Me, die Out of Space Eyeshadow Palette. Das ist diese hier, mit der habe ich dir auch schon mal einen Look geschminkt. Das kann ich dir hier oben mal verlinken. Sehr schön, sehr blau. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne mal vorbei. Es ist mein erstes Video für heute. Ich muss erstmal in den Redeflow reinkommen. Ich habe gerade ganz viele Pinsel gewaschen und sitze jetzt hier. Genau, habe mir jetzt einen Kaffee gemacht in dem Engelbecher. Vielen Dank, liebe Marion. Und ja, habe Bock, mich zu schminken, Leute. Den Primer, den ich auftrage, den habe ich schon. Also, der ist schon länger bei mir. Bei der Foundation, die ich jetzt wiedergefunden habe, das ist von Maybelline, die Dream Satin Liquid Make-up und Feuchtigkeitsserum mit Lichtschutzfaktor 13 in der Farbe 01 Natural Ivory. Da steht auch noch neu drauf. Ich meine mich zu erinnern, dass ich die vor 2 Jahren gekauft habe. Und jetzt habe ich hier letztens ein bisschen in diesem Raum aufgeräumt und da fiel sie mir in die Hände und ich habe mir gedacht, wow, wo kommst du denn weg? Neu ist die wohl nicht mehr. Ich hoffe, dass sie dennoch funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Die kommt hier mit so einem Pumpspender raus. Nehme ich mir jetzt ein bisschen was auf die Finger. Ja, relativ flüssig. Ja, ja, doch, sie fließt. Sie fließt so runter. Riecht jetzt aber nicht irgendwie, als wäre die gekippt. Jetzt nehme ich mir das einfach mit meinem Pinsel von Riva Loves Me auf und verteile die erstmal so im Gesicht. Also man sieht auf jeden Fall, dass es dunkler ist als mein Hals, obwohl das die 01 Ivory sein soll. Krass. In der ersten Schicht ist die Deckkraft recht leicht. Ja, definitiv. Aber sie hat einen schönen Glow. Das gefällt mir. Wie die so... Ich meine, das macht der Primer ja auch, ne? Der gibt auch noch einen Glow mit dabei. Aber die Foundation an sich hat eine schöne Strahlkraft. Das mag ich. Ich müsste die jetzt theoretisch nicht unbedingt mit einem Beauty-Schlämmchen einarbeiten, aber einfach, weil ich das gewohnt bin und weil ich das immer mache, mache ich das jetzt auch. Da habe ich hier einen von Real Techniques, das ist so ein rundes Schwämmchen, den habe ich gerade erst sauber gemacht. Jetzt mache ich ihn wieder dreckig. Das ist echt eine super leichte Deckkraft. Wirklich, also da scheint ja noch alles durch, ne? Meine Sommersprossen, die jetzt so langsam rauskommen, scheinen durch. Mein roter Punkt scheint durch, meine ganzen Muttermale. Also das ist so ein bisschen My Skin but Better. Ich, wie gesagt, muss erst in den Redeflow reinkommen. Genau, so schaut das aus und es gefällt mir ganz gut. Das könnte eine schöne Sommerfoundation für mich werden. Nicht vom Ton her, weil ausgeblendet funktioniert das wieder irgendwie einigermaßen zusammen, auch wenn immer noch mein Hals sehr hell ist. Aber hey, ich war halt noch nicht so wirklich in der Sonne. Ja, aber es gefällt mir doch wohl. Wenn ich, also je mehr ich mich so im Spiegel anschaue, desto schöner finde ich die Foundation. Und auch einfach von der Deckkraft her gefällt mir das gerade sehr schön, weil das halt genau das ist, was ich eigentlich brauche. Ich brauche nicht zu viel und nicht zu wenig, denn ich mag es, wenn man meine Haut noch durchsieht. Vor allem, wenn ich bedenke, was ich danach noch alles drüber gebe, passt das. Letztens hatten wir in einer Box Sculpt and Contour Cream Bronzer von Lord & Barry. Das ist dieser hier, beziehungsweise dieser hier. Das ist die Farbe Biscuit. Ein Keks. Schaut so aus. Den nehme ich mir mit einem Stippling Brush auf. Da habe ich hier von Leni Brush LBF17 Duo Fiber Powder. Kannst du aber auch für Cremetexturen nehmen. Gehe ich mit dem Pinsel einfach mal so rein. Hab dann was auf dem Pinsel, könnte man sich jetzt einfach hier an der Hand so ein bisschen abditschen, damit es halt nicht so intensiv ist, beziehungsweise man arbeitet es damit auch noch ein bisschen mehr in den Pinsel ein, in die Pinselhärchen.
wie ich einfach hier reingucke und einfach kein Spiegel drin ist. Gut. Und dann kann man sich das aufgeben dorthin, wo man quasi die Kontur haben möchte. Das sieht alles noch relativ rötlich aus. Aber ich arbeite das jetzt mit dem Stippling Brush nochmal so ein bisschen ein. Der hat auch irgendwie so einen Glow dabei, oder? Täuscht das? Oder ist das die Foundation, die da irgendwie darunter durchkommt? Man kann damit schon schön konturieren und man kann es auch wirklich schön ausblenden. Also das Produkt gefällt mir definitiv, doch. Muss ich schon sagen. Vom Ton her, wie gesagt, ein bisschen rötlich, aber das passt schon, ne? Da komme ich wohl mit klar. Ja. Nehme ich die Reste von meinem Handrücken, gebe mir das noch hier unten hin. In das Ohr. Ich konturiere irgendwie oder ich bronze mein Ohr oder mein hinteres Ohr. Mein Ohr von hinten. Das gefällt mir. Auf jeden Fall. Hier ein bisschen fleckig. Ah, das ist... Ich finde schon, dass das gut aussieht vom Ergebnis her. Ja, ich bin jetzt kein Pro im Cream-Contouring oder Cream-Bronzering, aber so als First Try, das ist okay, oder? Ich finde es okay. Ich finde, dass irgendwie das Ganze lebendiger aussieht in meinem Gesicht und das gefällt mir. Ich finde, jetzt auch abgepudert sieht das Ganze sogar noch harmonischer aus. Ich meine, ist klar, ne? Aber es sieht alles sehr, sehr verbunden, sehr ebenmäßig und richtig aus. Genau. Als nächstes möchte ich trotzdem noch einen Bronzer auftragen. Da habe ich hier ebenfalls in einer Box gehabt. Avon True Glow Bronzing Pearls. Das sind diese hier. Und die habe ich in der Farbe Medium 10. Alles ein bisschen dunkel für mich, denke ich meistens so, ne? Aber, huch. Aber wir probieren es einfach mal aus. Das sind diese hier. Da sind ganze 22 Gramm drin. Das ist riesengroß. Wow. Dann nehme ich mir jetzt so ein... Es ist eigentlich ein Blushpinsel, ne? Ja, aber es ist der Real Techniques 400er Pinsel. Den nehme ich unheimlich gerne zum Bronzer auftragen. Gehe dann vorsichtig hier durch die Perlen durch und habe hier schon ordentlich was auf dem Pinsel. Und den trage ich mir dann einfach als Bronzer nochmal ein bisschen drüber. Der gibt noch ein bisschen Glow. Ich mache das nur ganz zart, weil ich weiß, dass der ziemlich gut pigmentiert ist. Als ich die Box ausgepackt habe, ist mir das auch schon direkt aufgefallen. Deswegen habe ich jetzt hier auch keinen Riesenpinsel, sondern nur so einen recht fluffigen Pinsel. Und nicht ganz so festgebunden. So. Damit sehe ich jetzt einfach noch ein bisschen mehr sonnengeküsst aus. Und habe natürlichen Glow, ja, würde ich so sagen, ne? Mir hatte letztens jemand unter einem Video, wo ich einen Schminke gemacht habe, also einem ähnlichen Video wie diesem hier, kommentiert, bitte bedenke, wahre Schönheit kommt von innen. Ja, natürlich, aber bitte bedenke, Make-up ist Kunst. Das hier ist meine Leinwand und ich lasse mich darin aus. So wie ich halt lustig bin und wie ich Spaß habe, ne? Ob ich jetzt auf einem weißen Blatt Papier was zeichne, oder ob ich das in meinem Gesicht mache, das sollte mir ja selbst überlassen sein. Und wenn ich damit dann auch nach draußen gehe, auf die Straße, ist es doch umso schöner, oder? Dann zeige ich die Kunst, die ich erschaffen habe, der ganzen Welt, sofern ich nach draußen gehe. Meistens ist es tatsächlich so, dass ich mich ja am Wochenende schminke und dann einfach hier bin, dass ich mit Sammy spazieren gehe, nichts Großartiges dann damit mache, weil aktuell kann es ja eh nirgendwo hin. Aber es ist meine Sache. Es ist meine Welt und es ist mein Leben, ne? Genauso solltet ihr das für euch auch sehen. Und wenn irgendwer zu euch sagen sollte, oh nein, warum packst du dir so viel Make-up ins Gesicht, versteck dich doch nicht, dann haben die es nicht verstanden. Es geht hier nicht darum, sich zu einem anderen Menschen zu machen. Es geht einfach nur darum, Spaß zu haben und kreativ zu sein und weiß ich nicht. Ich finde das so merkwürdig, wenn Leute immer so, ne, negativ kommentieren und einfach gar nicht versuchen, das zu verstehen oder zu hinterfragen, was da eigentlich hintersteckt. Ich habe auch überhaupt keine Probleme damit, ungeschminkt rauszugehen. Das geht ja auch nicht einfach um, ich will jetzt schön oder, ne, hot aussehen, sondern es geht um Spaß. So, und ich habe Spaß am Make-up.
Und deswegen mache ich das ganz gerne. So, jetzt habe ich die ganze Geschichte einmal aufgewärmt. Irgendwie an der Stirn ist das Ganze noch so ein bisschen fleckig, deswegen blende ich da noch so ein bisschen vor mich hin. Ja, aber es gefällt mir schon. Das nächste Produkt ist von BH Cosmetics Chocolate Strawberry Truffle. Da habe ich diese Blush-Palette mir geholt. Und die besteht aus, 4 verschiedenen Blushfarben, die halt mehr so ins Rosastichige gehen, die ich aber total hübsch finde. Und da nehme ich mir einen Blushpinsel, diesen hier. Und ja, ich weiß gar nicht, welchen ich nehmen soll. Ich nehme einfach einmal alle. Ups. Nicht die beste Entscheidung des Tages, würde ich mal so sagen. Ja, und trage mir das einfach hier mal so auf. Okay, ich habe es jetzt ordentlich abgekloppt, dann geht das voll klar. Habe ich euch übrigens in meinem Rossmann-Haul vorgestellt, diese Blush-Palette. Die riecht auch unfassbar schön nach Erdbeere, also nach künstlicher Erdbeere. Ne? Das ist jetzt nicht eine natürliche Erdbeere, danach riecht das bei weitem nicht. Es riecht angenehm, ich mag den Duft, es riecht ein bisschen zauberhaft, würde ich mal so nennen. Ne? Genau, also wenn man es halt dezent haben möchte, kann man sich den so einfach auftragen. Aber ich gehe wirklich in alle 4 Farben, das macht echt Spaß. Das ist eine schöne Kombi. Okay, das wäre jetzt ein bisschen viel, aber mal gucken, was daraus so wird. Ich blende das jetzt nochmal eben kurz hier mit dem Pinsel, den ich eigentlich für den Bronzer genommen habe, was aber in der Theorie ein Blushpinsel ist, läuft bei mir ein bisschen aus, weil es doch etwas krass geworden ist, ne? Wir wollen jetzt ja nicht aussehen wie Barbie. Nein, wir wollen ein schönes Rouge haben. Was echt geil aussieht übrigens. Ich feiere das. Vor allem ist es krass, ich gehe ja zuletzt immer in den dunkelsten rein, ne? Da hat man dann etwas mehr im Pinsel, am Pinsel, um den Pinsel herum. Nun denn, achso, das Pinselchen ist übrigens Luxi 504 Large Angled. Also das ist auch in der Box drin gewesen. Oder in einem Adventskalender, das weiß ich gar nicht. Kannst du auch zum Konturieren nehmen und so. Aber wie gesagt, der war in der Box, den hätte ich mir jetzt so wahrscheinlich gar nicht gekauft, weil der ist zwar gut, aber der ist ziemlich teuer. Ich glaube 20 Euro oder was kostet so ein Pinsel oder 15, weiß ich nicht, ganz schön teuer. Aber die hast du öfters mal in der Glossybox und so mit drin und dann freue ich mich immer, weil damit erweitere ich dann quasi mein Luxi-Pinselsortiment, wie auch immer man das nennen mag. Ich finde die Blush-Palette richtig schön, weil die macht halt so richtig... Es ist kein dezenter Blush, den ich jetzt hier drauf habe, aber es ist so niedlicher... Blush, so ein richtiger Frühlingsblush, das gefällt mir voll gut. Ja, geile Palette, bin ich sehr froh, dass ich die gekauft habe. Ich glaube 11,95 oder so kostet die. Ist jetzt nicht ganz so günstig, aber dafür hast du halt auch 4 Blushes da drin, ne? Und hier sind drin, grammzahlmäßig, 10 Gramm, ist auch nicht wenig. Von einer natürlichen Base sind wir heute ganz weit entfernt und da möchte uns gerne auch Raffas Plastic Cosmetics unterstützen. Das ist von Raffas Plastic Life, ein Highlighter, den ich mir jetzt geholt habe, habe ich mir bestellt. Und ich glaube, aus der Schweiz kommt das, ne? Genau, aus der Schweiz. Blending des Todes habe ich mir geholt. Das ist eine herrliche YouTuberin, die ich unfassbar gerne schaue. Ja, Packaging, ne? Ist richtig geil. Da hast du einfach ihr Logo drauf, ihren Kopf. Halte ich das überhaupt richtig rum? Ja. Und ist jetzt relativ billig vom Packaging, ist aber gar nicht so günstig, das Produkt, ne? Dann hast du hier... Also optisch mega schön, aber ich finde, das ist halt sehr plastikmäßig, sehr... Ich hätte mir da etwas Schwereres gewünscht, sagen wir es mal so. Und hier haben wir halt den Highlighter und der ist echt... Spiegel mit dabei, ist auch ziemlich cool. Und ja, Champagner, hallo? Lasset die Gurken knallen. Den knallen wir uns mal ins Gesicht, wa? Ich freue mich da so drauf. Oh, es ist so cool, wenn du so ein Fangirl bist und dir die Videos immer reinziehst und dir dann einfach mal so ein Produkt holst. Ne? Es ist, als hättest du den Menschen hier sitzen, mehr oder weniger. Nicht wirklich, aber es ist irgendwie geil. Ich feiere das total. So, ordentlicher Blenderpinsel. Ich bin vorsichtig, okay? Weil Blending des Todes sagt ja schon mal aus, wie er sein wird. Das ist jetzt abgeklopft, ne? Richtig schön. Richtig schöner, nasser Glow. Nicht zu, also schon intensiv, aber nicht zu. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde es trotzdem tragbar. Voll geil. Ich stehe drauf. Oh mein Gott.
Ja. Vielen, vielen Dank, Rafa. Geiles Produkt. Ja, also danke, dass du es rausgebracht hast, ne? Weil sowas fehlte mir echt noch in meiner Kollektion. Na, ich finde den voll schön. Oh mein Gott. Ja, das erste Mal, dass ich ihn heute drauf habe. Und ich bin geflasht. Richtig geil. Widmen wir uns nun diesem unfassbar schönen, wunderschönen, wunderbar geilen, bunten Schätzchen von Essence. Das ist, ja, so sieht mein Schminktisch übrigens gerade aus, die Aloha Honolulu Palette von Essence. Und ja, ich bin heute sehr dezent angezogen, aber meine Augen werden sehr krass betont werden. Zum Setten haben wir da mal wieder nichts drin, deswegen gehe ich in mein loses Love Puder, um einfach meine Lidschattenbase einmal zu setten. Wir starten erstmal ganz entspannt mit diesem beige-ockernen Ton hier oben. Und den gebe ich mir hier in die Lidfalte. Okay, den muss man nicht abklopfen, weil ansonsten kriegst du da nicht wirklich viel Pigment drauf. Darüber gebe ich mir das Gelb. Okay, das hat ziemlich viel Kickback in der Palette. Aber ich hoffe einfach, dass wir da dann auch entsprechend Pigment aufs Auge bekommen. Das muss ich erst einmal abklopfen, um zu testen, wie die Farbe so abgeht. Ja doch, das geht. Ich blende das auch hier außen so ein bisschen schon mal hin. Und die Farben lassen sich ganz gut verblenden. Tatsächlich finde ich das ganz schön. Jetzt nehme ich mir schon direkt dieses wundervolle Blau auf. Gehe da richtig ordentlich mit dem Pinsel rein und presse das jetzt auf mein bewegliches Lid. Das gebe ich mir hauptsächlich aufs Zentrum. Ich lasse außen frei und ich lasse innen auch ein bisschen frei. Da du in diesem Blau auch einen schönen Schimmer mit drin hast, sieht das ultra cool aus. Hammer! Das ist ein schönes Blau. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und anders als erwartet, lässt sich das mit so einem Shader-Brush auch super schön auftragen. Super klasse. In mein inneres Drittel und auch in den Innenwinkel und unter die Augenbraue gebe ich mir dieses schimmernde Rosa. Ziehe das auch ein bisschen noch über das Blau drüber, damit die beiden Töne auch schön miteinander verbunden werden. Und hier haben wir natürlich Flöckchen, die so runterfallen, aber die kriegen wir gleich schon weg. Holla. Das ist schön. Und dieses Lila, was auch einen leichten Schimmer mit drin hat, gebe ich mir nach außen. Das ist sehr, sehr zart pigmentiert, hat aber dennoch Fallout. Liegt aber auch ein bisschen am Pinsel. Also, das blende ich dann auch ein bisschen noch mit diesem Shader in das Blau mit rein. Zieh den auch ein bisschen noch höher. So, das was an Fallout hier runtergeflogen ist, wischen wir einmal kurz mit dem Pinsel weg, mit dem wir eben auch gesettet haben. Und jetzt probiere ich mal was Verrücktes, glaube ich. Und zwar nehme ich mir so einen Point Brush und gehe damit in dieses Orange und setze mir das. Oh Gott, das muss ich abklopfen. Tatsächlich hier so als Verbindung rein zwischen dem Gelb-Ocker und den anderen Tönen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich hoffe. Oh. Um die Lidfalte zu vertiefen und die Abgrenzung klarer zu machen zwischen den Schimmerfarben und den matten Farben in der Lidfalte. Ich glaube, das funktioniert hier gerade ganz gut. Es hat einen zarten Effekt, aber es hat einen Effekt und der Effekt gefällt mir. Ja, es lässt das Ganze einfach noch ein bisschen definierter aussehen. Also mir gefällt's. Mit einem ganz, ganz schmalen Pinsel gehe ich jetzt in dieses Grün rein.
tippe da vorsichtig rein, klopfe ordentlich ab und gehe dann an den unteren Wimpernkranz und zwar ganz vorsichtig. Schöne Pigmentierung. Da muss ich echt vorsichtig sein, aber es öffnet nun mal mein Auge optisch sehr schön, weil ich grünbraune Augen habe und dann passt das. Ich mache den Pinsel ein bisschen an meinem Handtuch neben mir sauber und gehe dann wieder ganz vorsichtig in das Gelb. Nur so einmal reinditschen, ordentlich abklopfen, wirklich ordentlich und dann so minimal darunter geben, um das dann auszublenden und das auch nur bis zur Pupille ziehen. Das Ausblenden. Das macht dann nochmal so eine Verbindung von oben und unten und das gefällt mir unfassbar gut. Also bis auf das Rot und das Dunkelblau habe ich jetzt ja im Prinzip schon alles aus der Palette verwendet. Sind wir verrückt? Wir sind verrückt. Mit diesem wundervollen Point Brush gehe ich jetzt nochmal in dieses Rot rein. Ja, es wird verrückt. Ich will alle Farben verwenden. Und da gehe ich vorsichtig rein. Ich dippe zweimal vorsichtig damit rein. Klopfe ab. Also die Pigmentierung von der Palette, da müssen wir gar nicht drüber reden. Ist richtig gut, ne? Und das gebe ich mir quasi nur hier so hin. Nur hier. Das tupfe ich da so ein bisschen drüber, um das Außen noch ein bisschen mehr zu verdunkeln. Ja, da kann ich auch wohl ein bisschen mehr nehmen. Aber einfach um hier die Lidfalte noch etwas dunkler zu machen, etwas zu vertiefen und etwas mehr Tiefe in den Look reinzubringen. Und noch ein kleines bisschen mehr diesen Regenbogen-Style zu erschaffen. Natürlich ist das jetzt kein Look, den man so mal eben schnell nachschminkt oder wie auch immer. Das ist eigentlich eher so ein Look, ich setze mich auf dem Sonntagnachmittag hin, nehme eine bunte Palette und schaue, was sie kann. Denn es ist Sonntagnachmittag, der 3. Mai. Und zauber mir was auf die Augen, worauf ich gerade einfach Lust habe. Mit diesem Blendepinsel gehe ich wieder in das Gelb rein. Wieder ganz vorsichtig abklopfen. Und verblende hier die Kanten noch etwas nach außen. Um einen Hauch Gelb noch mit reinzubringen. Ein Hauch Sonnenuntergang-Touch. Last but not least gehe ich in dieses dunkle Blau rein mit dem Pinsel, den ich auch schon für meinen unteren Wimpernkranz verwendet habe. Und den presse ich mir an meinen oberen Wimpernkranz, so als Wimpernkranzverdichtung/Eyeliner-Ersatz. Ein präziserer Pinsel ist durchaus von Vorteil. Ich habe mir sogar einen Mini-Wing gezogen. Das mag ich. Das sieht schön aus, finde ich. Das gefällt mir richtig gut. Und ich habe tatsächlich alle Farben aus der Palette verwendet, wenn ich das richtig sehe. Cool. Tada! Also die Neuheiten, die ich jetzt so im Gesicht habe, gefallen mir ganz schön gut. Oh, guck dir diesen Highlighter an. Fehlen noch die Lippen, wa? Auch da habe ich etwas Rosanes, um das mal so zu sagen. Das ist von L'Oreal, ein Lippenstift, wo ich mir die Verpackung tatsächlich auch eher so in Glas gewünscht hätte. Das kommt sehr plastikmäßig rüber, sehr nicht so, wie es aussieht. Ich hätte mir das cooler gewünscht. Egal. Color Rich Shine Pitaya Plump. Es ist nicht so pink, wie es aussieht. Hoffe ich. Ja, ich glaube, dass es eher so schier ist. Jedenfalls war das auch beim Swatch so. Sehr easy aufzutragen. Ja, tatsächlich eher schier und das finde ich ganz gut zum Augenlook passend. Irgendwie bin ich ganz schön dunkel im Gesicht. Naja, das ist der fertige Look und der gefällt mir gerade volle Elle. Volle Elle. Weil das einfach alles so farbenfroh ist. Es schreit irgendwie nach Kreativität. Und oh mein Gott, das plumpt ja richtig. Das ist richtig kühlend auf den Lippen. Hammer. Ja, wer es nicht mag, dann ist es wahrscheinlich nichts für dich. Ich finde es ganz angenehm gerade. Es ist nicht ganz sauber hier oben gearbeitet, finde ich, wenn ich mir das jetzt hier so angucke. Aber es ist cool.
Mir gefällt das. Mir gefällt mein Look. Mir gefällt es, wie das so Ganze im Gesicht zusammenspielt. Und jedes einzelne Produkt, was ich jetzt heute hier getestet habe, hat mir gut gefallen. Ja, wirklich. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!